Bing. Bing Jesus, genau. Wieder da mit dem Stream von komischen Maker-Spielen. Und du sagtest, es klingt wie Vampire Dawn. Ich sage, es hat einen ähnlichen Titel wie Vampire Dawn. Wahrscheinlich ist es Vampire Dawn in Englisch. Oh nein! Bitte nicht! Ja, genug Vampire Dawn gebasht. Bitte. Schauen wir mal, was das ist. Okay. Es ist Vampire Dawn. Oh nein! Ah, warum habt ihr nicht Malex 65.000 Euro gegeben? Das ist das Ergebnis, wenn ihr ihm nicht 65.000 Euro gebt. Das passiert. Es ist nicht exakt dasselbe, aber es hat denselben Helden und genauso dumme pseudophilosophische Texte, die Ja, ablaufen. wirklich. Ah, das sieht ganz nett aus. Okay, eigentlich hatte ich ja vor, die Spiele nicht so zu bashen, aber mit dem Anfang wird's schwer. Ja, wird's echt schwer. Oh nein. Wie Aber heißt der Maga? Galahanzer. Okay. Galahanzer, und ich mag diesen Namen. Ganz ehrlich, Ey, ich mag wir nennen ihn diesen einfach. Namen. Ich glaube, ich nenne ihn einfach nur Gala. Das ist kürzer. Oder Galas es heißt Panzer. Galas Panzer. Galaharzer. Your death? Aber es ist doch nur einer tot. Warum? Was labert der? Oh, okay, langsam wird's alt. Irgendwie, aber wenn ich dieses drehende Spinny-Thingy sehe, dann kriege ich wieder Bock, Stargate zu gucken. Ich liebe Stargate. Oh, ich auch. Oh. Aber es ist ja Die irgendwie Serie war schon so seit gut. 5 Jahren abgesetzt. Ja. Und ich glaube, ich bin einer von zwei Leuten auf diesem Planeten, die Stargate Universe sehr cool fanden, aber ich bin da, glaube ich, relativ alleine. Ich fand's cool, soweit sie aufgehört haben mit ihrem Musical-Zusammenschnitten immer am Ende der Folge. Das war so Ja, das. unerträglich. Das ging. Es kam auf die Musik drauf an. Oh, guck mal, wir haben sogar denselben Bösewicht wie Vampires. What the fuck? Also, das ist doch. Ist das das nächste Stretch Goal von. Was ist das nächste Stretch Goal von Malex? Wir dürfen das nicht passieren lassen. Vor allem. Was ist das denn? Ich wollte gerade sagen, das ist wie dieser Diener von Asuka, aber ich glaube, der war braun und ein bisschen klein. Ja, aber ich würde sagen. Was labert der? Ich habe keine Ahnung, es läuft ein bisschen schnell, der Text. Ich versuche das gerade mir selbst zu übersetzen. Und Oh. er tötet, indem er Skateboard über eine Brücke fährt. Zumindest sah es so für Scheiße. mich aus. Sah aus wie so eine Szene aus einem Samurai-Film. Gewollt, aber nicht gekonnt. Und Vor ich allen sehe Dingen nicht gerade, gekonnt. in diesem Spinny-Sing ist ein Smiley drin. Doppelpunkt mit Schrägstrich. Welch mystische Zeichen! Schnell, mach ein Catchphrase drauf! Das Catchphrase of Death! Demon Legacy! Haunt of Death! Also was das Schöne ist, ich muss mir dieses Mal nicht mal Mühe geben, einen GIF-Banner zu finden für den Nee, Stream. echt nicht! Stimmt eigentlich! Ich liebe ja, dass das so pseudo 16 zu 9 formatig gemacht ist mit den Letterboxes. Das ist sehr niedlich. Und die Mucke ist cool. Wo hast du die geklaut? Weißt du das zufällig? Keine Ahnung. Und irgendjemand hat die Leiche von vorhin hier runtergetragen.
Oh no! In der Tat, Gala. Hurry. Nee, nicht hurry. Ich dreh einfach rum. Ja, genau. Ich hab keinen Bock. Ich geh wieder raus. Oh nein, schade. Ich hab in der Sekunde gedacht, dass es tatsächlich möglich wäre. Ja, ich hab's auch so ein bisschen gehofft. Dayot! Nee, ich glaub, du musst runter. Ja, das versuchte ich, aber... Da war so eine tiefe Pfütze im Weg. Ach, dieses wunderschöne Mapping. Obwohl, ich hab Schlimmeres erwartet, ehrlich gesagt. Nicht nur du. Und ich hab so ein bisschen die Ahnung, dass wenn ich in diesen Hund reinrenne, es einen Kampf gibt. Glaube ich nicht. Versuch mal mit ihm zu sprechen. Ich glaube, der will eigentlich nur, dass du ihm sein Bällchen holst und... Oh, okay, Entschuldigung. Ja, ich habe nie gesagt, ich wäre... Kann ich jetzt diesen geilen Skateboard-Move nochmal machen? Oh, bitte. Howl. Ja, heulen wir mal den Hund an. Mal schauen, was passiert. Nee, der Hund teleportiert sich weg, wenn ich das mache. Oh, was ist denn du? Hä? Was? Wo ist der Hund? Was? Was? Ja, er wurde weggeheult. Wie doof ist das denn? Hä? Wieso? Was hat denn da eben gerade... Was? I'm so confused. Und wieso ist der Hund jetzt wieder da? Aber... Okay, er hat Gegner auf der Karte, die man sieht, aber sie respawnen scheinbar. Das ist ja scheiße. Und vor allem, es gibt... Ach, das ist... Ach, ich dachte, der wäre... Oh. Du dachtest, nö, der ist was? Nein, ich dachte eben gerade, der Hund wäre unsichtbar gewesen plötzlich. Aber jetzt sehe ich erst, dass da noch ein anderer Gegner ist immer. Das war mir erst nicht aufgefallen. Ah, okay. Deswegen habe ich mich gerade gewundert, wo der Hund hin ist. So. Naja. Wie noch sei. Victorious. Warum? Ja, tatsächlich, was? Gegner respawnen in diesem Spiel. Oh, wie, was für ein wunderschönes Feature. Kannst du auch überall speichern, wo du willst, ohne Speichersteine zu benutzen? Vielleicht. Im Moment ist Cutscene. Yay. Du musst gleich nochmal gucken, ob irgendwo jemand 40 Euro donated hat und ob da ein Buch nach ihm benannt worden ist. Also, ich würde nur sicher gehen. Niemand redet so! Niemand redet so! Ich hasse solche Dir... Ich hasse, wenn die so übertrieben geschwollen reden. Das, da kriege ich Knack bei. Wie er darüber weint, dass er schneller kämpfen muss, obwohl ich einfach nur versucht habe, mich zu heilen. Ja, ja, und vor allen Dingen, wie er... Und das ist so, oh, so Kacke-Anime. So, das ist so... Keine Ahnung, das ist wie wenn kurz vor dem Ende der Folge von Dragon Ball Z, ja, wenn Goku gerade seine Gigama bereit macht, ja, und... Und du denkst so, oh, jetzt schmeißt er die fette Kugel! So, und dann zoom auf sein Gesicht. 5 Minuten langer Monolog in seinem Kopf. Nichts passiert, außer du siehst nur sein Gesicht und plötzlich, zack, Folge zu Ende. So, so ein Scheiß denke ich, wenn ich so eine Dialoge sehe oder Monologe. Das ist furchtbar. Oh ja. Hm. Und ich habe einen neuen Special Move, der keinen Mana kostet. Und er hat einen shitty Namen. Und der kann nichts machen. Omega Dine. Lass den Typen. Jetzt werden die Typen mal ordentlich. Omega Dine. Das ist ja mega lame. Ja, das ist irgendwie wenig beeindruckend. Was war eine Art Break? Vermutlich sterbe ich hier jetzt auch noch. Oh, what the fuck? Yay, gewonnen, gewonnen, halt die Fresse, Sven, yay, gewonnen.
Ah, ich kann überall speichern, es ist doch kein Na, siehst du, seht Upgrade. ihr zumindest das Feature hat Malex mit jetzt mit eingebaut. Und wie ich gerade lese, ist Galas Panzer ein Prinz. Oh, das sehe ich jetzt auch erst. Ein Ob das Prinz. wichtig ist? Nee, Warum nicht? eigentlich nicht. Vor allem, jetzt stelle ich mir vor, dass der die ganze Zeit auch so einen Prince-Songs singt, wenn er durch die Gegend rennt. You don't have to be beautiful. Turn me on. Ja, sorry, immer wenn ich einen Stream kommentiere, muss ich mindestens einmal irgendwas singen. Das ist vollkommen in Ordnung. Ja, oh, guck mal, er hat sich eine Träne tätowieren lassen. Das ist ein bisschen schwul, oder? Ja, es ist so von dieses Prison-Tattoo, wie man so schön sagt. It's almost time for what? Oh, was? Das sieht kein Stück albern aus. Kahn! Khan schwebt in der Luft und wedelt sich ein, anders kann ich es nicht erklären, was er da tut. Ja, ich meine, wenn man die Dialoge falsch lesen würde, dann. I thought I banished you to the Red Room! Oh Gott, so viele Fremdwörter. Oh nein, ich habe etwas Leuchtendes und es Oh kommt no. aus meinem Schritt. Say hello to my little friend. Oh, bist du behindert, Typ? Erst sagt, erst fordert er ihn heraus. Dann sagt er, nee, mach mal nicht. Und dann jetzt plötzlich ist er doch wieder dabei. Galas Panzer. Nein! Im Ernst, Captain, offensichtlich. Ich will nicht seine Hand geforst kriegen. Also, das ist ein böser Grafik-Clash und Eieiei. ich meinte eigentlich nur den Stil vom Helden und vom Gegner, aber der Hintergrund macht mich gerade ein bisschen wirr. Ich aber auch gerade. Ich komme mir vor, wie wenn ich in der U-Bahn sitze und besoffen aus dem Fenster gucke. Ja, genau das, genau das. Das ist wirklich ganz komisch. Aber du kannst den Pornospruch nicht mehr machen. Man kann den Pornospruch nicht mehr machen. Keine Ahnung. Vermutlich will das Spiel, dass ich hier sterbe. Ach so, ist das so. Also, du meinst, dass es wirklich JRPG-Klischee Nummer 195.000 auspacken wird? Natürlich, das ist der große Kampf zwischen Gut und Böse, der 1000 Jahre zuvor stattgefunden hat. Und Alex muss später das Held von Galas Panzer finden. Das Schwert, nicht den So, Hammer. ich könnte sagen, das hält. What? Where is the line between pain and revenance? Where is the line between vengeance and justice? Is there something like venjustice or revengeance? Wieso klingelt mein Wecker? Wieso muss ich jetzt gerade auf Klo? Ach, egal, ich bleib jetzt hier. Ernsthaft, wieso klingelt mein Wecker jetzt? Weiß ich nicht. Hast du den Wecker gestellt? Ja, scheinbar auf 20:20 Uhr. Warum? Aber Was ist denn 20:20 Uhr? ich habe keine Ahnung. Tatort läuft doch heute gar nicht. Ah, Mikrochips in Nutten. Hat irgendjemand im Stream eigentlich außer Taco den Til Schweiger Tatort geguckt? Negativ. Negativ, ja. Hast wahrscheinlich den größten Blödsinn verpasst, den ich je im deutschen Fernsehen gesehen habe. Ehrlich, ja, Taco hat's gesehen. Es war super. Also vor allen Dingen, wie schön Hamburg dargestellt wurde als Stadt der Zuhälter und Nutten, fiesen Albaner und natürlich muss Oberheld Til Schweiger aus Frankfurt dann nach Hamburg kommen und da ordentlich aufzuräumen, weil die Cops da alle nichts drauf haben. Herrlich.
Und direkt in den ersten 5 Minuten sagt Tiltsteiger mindestens 5-mal Fuck und er schießt 3 Leute. Nicht mal wirklich aus Notwehr. Wunderbar. Wäre ein echter Polizist, wäre schnell seinen Job los. Ja, er ist quasi auch fast ein bisschen schnell seinen Job los. Aber dein eigentlich nicht, weil er war irgendwie vorher beim Frankfurter... hilf mir mal jemand. Beim BKA, glaube ich. Und ist dann halt versetzt worden irgendwie zu der Hamburger Einheit und vor allen Dingen, weil seine Tochter irgendwie da wohnt, die Tochter, die überhaupt nicht schauspielern kann. Und und dann der Fall, in den er dann hineingewickelt wird, ist dann dreht sich um albanische Zuhälter und Nutten, denen Mikrochips aus Mexiko eingepflanzt worden sind. Was? Ach, aber, ja, ist kein Scheiß. Stimmt, beim SEK, nicht beim BKA, Entschuldigung. Danke, Taco. Halt die Fresse. Und ja, es ist kein Scheiß. Es gibt eine Szene, wo sich eine Nutte mit einem stumpfen Küchenmesser, mit so einem ollen Brotmesser, dann irgendwie im Arm rumschnibbelt und alle denken, oh nein, die bringt sich selbst um. Aber nee, die hat da so einen Mikrochip installiert, der dann, wie sich später herausstellt, aus Mexiko importiert wurde. Was für ein Blödsinn. Ich weiß, das war super. Also so war sowohl Tat auch als auch dieses Spiel, weil warum sind wir jetzt im Weltall? Weiß ich nicht, gute Frage. Und dieses Facet mit der Träne, ich komme nicht drüber hinweg. Ich auch nicht! Weil es irgendwie... Super! Es ist irgendwie immer da, das ist sein Standardgesichtsausdruck. Ja! The Firebrand! Was ist ein Firebrand? Ach, ist das das Schwert? Ja. Das Schwert heißt Firebrand. Das Schwert heißt Feuerbrand. Ja, sollte es nicht eigentlich im Brand stehen? Ja, erstens, ja. Der Name ist eine Lüge. Und zweitens, ist das nicht ein bisschen doppelt gemoppelt? Wobei, warte, es war vermutlich in der Schwertscheide und dadurch hat es keinen Sauerstoff gekriegt und dann ist das Feuer ausgegangen. Und man muss jetzt erst wieder mit einem Feuerzeug hinhalten, damit es wieder funktioniert. Ja, stimmt. Wahrscheinlich so Grillanzünder drüber gegossen, bevor er gestorben ist. Ach, Khan ist doch gar nicht tot. Karl? Ja, Khan ist ja der Typ. Achso, ich hab Karl verstanden. Wie das Lama. Ach nee, nicht Karl. Ach, Laber, Tratsch. Warte mal, das Schwert redet gerade? Ja, es ist mir auch gerade aufgefallen. Moment. Was? Ich würde mir Gedanken machen, wenn das Schwert mit mir reden würde. I will recreate my race! It is Aryan Brand. Ja, ich würde mir auch gerne Reis machen, aber... Ja. Ich würde... Oh ja, Reis. Das wäre geil jetzt, ja. Oh nein, nicht. Och, Gala Hansa, nein. The Endless Suffering. Also das ist wieder so ein typischer JRPG-Porno-Plot, weißt du? Das ist so... Ja. Alle leiden. Ich werde versuchen, alles Leiden auszulöschen, indem ich einfach alle töte. Das ist die dümmste Dummbatz-Logik überhaupt. Das macht keinen Sinn. Warum sollte man das wollen? Warum sollte man das machen? Weil man die Grünen gewählt hat. Das ist kein Motiv. Nicht mal die Grünen gelten als Motiv. Nee. In Mass Effect... Oh Gott, hat Sinn gemacht. Die Story. Jetzt Manny Millennia sind over und unser Held Alex findet nun den Feuerbrand und muss danach Galahad-Panzer töten. Ich ahne es. Ich ahne ja, es. Ja, scheiß. Oh nein. Oh nein, was? Ah. Wir starten in einem peaceful village. Ja, und unser Held brauchte natürlich das coolste Facet, deshalb hat er das mit der Piratenklappe. Ah, nee, das ist der andere Typ. Er selber ist Alex mit blauen Haaren. Stimmt. Ich glaube, Slade sind dann wir, oder? Wir sind Slade? Ja, wir sind Slade.
Ich wollte schon Snake sagen, aber das ist was komplett anderes. Oh, wäre das nicht cool, wenn man Plissken Snake da drin spielen würde? Oh, das wäre so geil. Und irgendwie verlese ich mich heute ständig. Statt Narek habe ich Malex gelesen. Und jetzt wird's Auch for today, Malex. das ist schon obskur, dieser Verleser. So, ich würde fast sagen, wir nächsten. Wir haben nämlich die Story des Spiels schon durchschaut. Ja, ich, man kann den scheißigen Story-Twist auf 5 Kilometer Entfernung gegen den Wind riechen. Ach, Slate ist ein Squire, nebenbei erwähnt. Slate is on Ja, Squire! und er hat genau halb so viele Hitpoints wie Galahanza, der ja der Meisterheld war, wie wir feststellten. Ja, aber Tala Und Hansa war aber auch voller Pornoheld, der voll Porno gegen die Pornoarmeen des Bösen gekämpft hat. er war Level 11. Und er war Level 11. Vermutlich, wenn wir jetzt 9 Slimes töten, sind wir auch Level 11. Kriegen aber nur einen Skillpunkt. Weil das ist die Xbox-Version. So.